Hallo und herzlich willkommen zurück zur Partie gegen Petisch. Ja, mal gucken, was von meiner Dnepr-Front noch übrig ist. Also ich rechne schon damit, dass er mir da mehrere Einheiten rausgeballert hat bei seiner Übermacht. Aber gucken wir erstmal. Aua. Wieso ist der so stark? Okay, schauen wir mal. Gab noch keine Landung in Frankreich. Mal gucken, vielleicht kommt das jetzt gleich noch. Er macht ja noch irgendwas, wo mir nicht so ganz klar ist, was das soll. Ja. Die Landung kommt. Okay, gut, dann gucken wir mal. Ja. Also für ihn war das schon sehr, sehr verlustreich, die ganze Angelegenheit. Gut, ich habe leider einen Panther verloren. Das ist natürlich ärgerlich, aber das kriegen wir schon irgendwie alles hin. Und mehrere Städte hat er, stören die Versorgung, greifen Einheiten in der Nähe von Kiew an. Ja, okay. Ja, da haben wir Truppentransporter, Schlachtkreuzer, Jagdflugzeug, Zerstörer. Ja, okay, gut. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, wo wir uns aufstellen. Kann ich die irgendwo da platzieren? Das geht natürlich nicht. Das ist ärgerlich. Achso, das geht nicht, weil das kann ich ja nur in Deutschland platzieren. Okay. Gut, okay. Also, ich würde sagen, dich verlegen wir erstmal. Und zwar, du kommst jetzt erstmal nach Frankreich. Kann ich natürlich leider nirgendwo so richtig reinstellen. Das war natürlich nicht so klug von mir. Ja. Gut, aber du kommst jetzt erstmal dahin. So, du kommst auch dahin. Und einen Panzer würde ich auch sagen, verlegen wir vorsichtshalber schon mal nach Frankreich. Okay. So, du bist noch dran, so wie es ausschaut. Dich laden wir kurz mal auf. Dann kaufen wir den Panther wieder. So. Und ja, das dauert halt alles noch seine Zeit. Okay, gut. Dann müssen wir natürlich gucken, wie wir das jetzt hier alles handeln. Den müssten wir, den können wir nicht vernünftig aufladen. Das ist natürlich Kacke. Von daher würde ich sagen, ja, wir brauchen noch ein bisschen. Aber das ist halt alles alles Kacke.
Der hat nur Versorgung 4. Aha. Aber eigentlich ist das hier nicht mehr so richtig zu halten. Von daher würde ich sagen, du gehst mal langsam. Ja, also wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Klar, die müssen wir zurückziehen. Also ich habe mir überlegt, einer kommt nach Daugavpils, einer nach Kaunas, einer nach Riga, einer nach Minsk. Und den Rest, oder Tallinn könnten wir vielleicht auch noch irgendwie eine Einheit hinstellen. Den Rest ziehen wir zurück. Aber das hier ist natürlich jetzt schon etwas tragisch. Das müssten wir jetzt eigentlich schon irgendwie mal richtig zurückziehen. Das wollte ich nicht. Mensch. Sonst geh du da erstmal hin. Gehst da rein. Achso, ich habe hier noch. Ich bin blöd. Ich habe hier noch Einheiten, die ich dahin verlegen kann. So. Du, dich verlegen wir auch. Ihr bildet dann sozusagen die zweite Reihe. Der kommt nirgendwo hin. Da müsstest du aber hinkommen. Aber dann ist die Frage, wen ich da reinstelle. Weil eine Armee sehe ich jetzt hier gerade nicht. Das war jetzt nicht so klug von mir, alles in allem. So, ihr könnt euch erstmal hier ein bisschen noch verstärken. Ist wohl. Ah, der hat nur 5. Okay, gut. Der hat doch. Was hat der für Verteidigungswerte? Moment, wo sehe ich das denn? Weich. Steht das hier überhaupt irgendwo? Moment, da muss ich wahrscheinlich Eigenschaften Stadt. Verteidigungswerte. Verteidigungsbonus. 2 Seeeinheiten. 1, 1, 1. Ja, Verteidigungsbonus 1,5, 1. Leicht gepanzert Panzer. Die sind gerade gut in Städten, die Panzer. Oder sehe ich da jetzt gerade was falsch? Sonst gehst du jetzt erstmal da rein. Und ja, ansonsten, was können wir noch alles machen? Ja, das ist ein mittlerer Bomber. Ein taktischer wäre natürlich besser. So, ein hier. Verlegen wir den mal geschwind. So, dann gucken wir mal, wer ist denn jetzt wo unterstellt. Der hat die. Den könnten wir mal kurz bis 8 aufladen. So, und der hat, na gut, der kann ja keinen. Der hat die 3. Okay, der kann anscheinend die Nichtdeutschen unterstellen. Das finde ich interessant. Der hat den, ja. 1, 2, 3.
freistellen. Ah, den kann ich nicht unterstellen. Aber den vielleicht. Ja, das ist natürlich scheiße, dass der jetzt nicht unterstellt ist. Da hätte ich mal eher drauf achten sollen. Ja, gut. Ansonsten 2-1 ist ja natürlich jetzt nicht so ein geiles Ergebnis, muss ich sagen. Sonst, du könntest zum Beispiel mal hier in Belgrad aufpassen. Und dich würde ich sagen, verlegen wir sonst bringen wir den einfach mal hier einen hin. Nach Caen könnten wir halt auch einen hinbringen, ist die Frage wen. Sonst verlegen wir den nach Caen. Und ja, du gehst da oben dann rein. Ihr könnt nochmal euer Standard 0-0 da auspacken. Ja, toll. So, ein Rennen hätte ich gern noch einen, aber die Frage ist, wen stelle ich da rein? Vielleicht verlegen wir einfach den Italiener da mal kurz nach Rennen rein. So, und dann vielleicht noch Nord, weil dann hat er nämlich gar keine Chance mehr. Wen nehmen wir für Nord? Den hier in Rimini, komm. So, okay, gut. Ja, hier müsste er erstmal die Dinges ausschalten. Vielleicht tun wir auch eine Flak. Ja, das geht nur so. Geht alles nicht so richtig. Etwas belastend, dann lassen wir das so und gucken lieber, was wir noch kaufen. Also ich würde sagen, auf jeden Fall ein Jäger. Und da sind wir nämlich auch schon wieder pleite. So, die Italiener machen, was könnten die machen? Die könnten eigentlich gar nichts machen. So, der ist jetzt Geschichte, aber weiter vorgehen werden wir jetzt erstmal nicht. Dann werden wir mal gucken, also die können jetzt erstmal nichts mehr machen. Ja, Ergebnis ist überall mit Verlusten verbunden. Wir können noch mal gucken bei den Bombern, den hier zum Beispiel auf 8 bringen. Und dann können wir halt mal gucken, dass wir den da zum Beispiel weiter bombardieren. Okay, so. Das lassen wir lieber.
komme ich da auch nicht so richtig ran. Den könnten wir nochmal komplett neu, komplett heilen. Und du gehst bitte mal ein Feld zurück. Okay. So, aber so langsam, aber sicher wird's ja was mit den Festungen. Also eine müsste jetzt nächste Runde wieder fertig sein. Da müssen wir hier noch eine bauen. Und dann können wir uns so langsam, aber sicher in diese Linie hier zurückziehen. ...158, was würde denn Core kosten? Das ist wahrscheinlich zu teuer. Ja, 165. Jetzt sind wir gleich auf. 101 für beide. 34, 93, 94, 95, 91. Ja, gut, die haben über 300 verloren, die Briten. Ja, die Sowjets haben letzte Runde fast 1000 verloren, diese Runde jetzt ein bisschen mehr als 400. Ich habe leider Gottes mehr verloren. Ne, Moment, hier ist. Ja, das ist auch so in etwa 400. Aber das war natürlich jetzt auch durch andere Sachen ein bisschen begünstigt. Kann ich eigentlich noch eine Artillerie kaufen? Ja. Ah ne, das ist eine italienische. Wo sitzt denn die ganze Artillerie? Also hier sind zwei. Achso, ja. 3, 4, 5, genau. Ja. Okay. Aber alles in allem sieht das ja schon mal ganz gut aus. Wir konnten einen aus dem Spiel nehmen. Ja, der ist... Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist, den anzugreifen. Da kriege ich, glaube ich, nur einen auf den Sack. Da warte ich lieber mal, bis der zu mir hingekommen ist. Gut. Ja, und dann gucken wir einfach mal, wo jetzt wer landet. Wir haben nur eine Pack gekriegt. Ansonsten ein Panther, ein Chor, eine Armee, ein Jagdflugzeug. Also das dauert jetzt halt auch Ewigkeiten, bis die Sachen da sind. Von daher wird das wahrscheinlich eh alles nichts mehr werden. Was ist das denn da oben? Schlachtkreuzer. Versuchen wir einfach mal dahin zu fahren und wenn er so versenkt, dann versenkt er sie halt. Mein Gott, so what? Aber er lässt wenigstens seine Bombardements in letzter Zeit ruhen. Wahrscheinlich braucht er momentan das Geld eher für andere Sachen. So, auf jeden Fall haben wir eine Armee rausgenommen, auch wenn das jetzt verlustreich für mich war. Und seine ersten Angriffe waren brutalst. Kann ich leider nicht sehen. Der hat 58. Naja, also so überragend sind die Moralwerte von denen auch nicht. Der hat 61, 79. Ah, der ist ziemlich runtergewirtschaftet. Der auch. Das kann ich wieder nicht sehen. Ja, auch, aber gut, meine wahrscheinlich auch, ja.
Tja. Aber mehr können wir nicht machen. So, wir haben jetzt April. Das hört sich schon mal ganz vernünftig an, weil damit sollte dann ein bisschen was drin sein. So, die Italiener, was machen die? Luftabwehrwaffen oder die sparen auf Erdkampfwaffen 3, komm. Oder den schweren Bomber sollten sie ja. Achso, ja gut, aber das wird jetzt eh zu spät kommen. Dann lieber Luftabwehrwaffen 3 und beenden wir den Zug. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch irgendwie großartig andere Sachen machen kann derzeit. Ja, das war dumm, weil den hätte ich auch. Naja, okay. Gegen China. So, 990, fast 1000 MPP. Ja, das wird jetzt aber bald vorbei sein. Ich hoffe trotzdem, der Part hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.